بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir sind jetzt mit الدروس اللغة العربية أو الدروس اللغة العربية mit dem sechsten mit der sechsten Lektion oder mit dem sechsten Kapitel. الدرس السادس، هذه. Davor hatten wir ganz am Anfang haben wir هذا gelernt. Also das ist ein so und so. Und wir hatten auch dieses das und dies. Jetzt werden wir das gleiche lernen, nur fürs Weibliche. Das bedeutet هذه und später werden wir auch noch تلك lernen. Aber fürs Erste هذه. Wie immer gibt es einige kurze Sätze oder Texte. هذا أو هذا ابن حامدين. Wie wir letztens gesagt haben, das ist jetzt همزة وصل. Das bedeutet, wir müssen das verbinden. هذا ابن. Wer ابن ganz am Anfang, dann würden wir sagen ابن حامدين. هذا ابن حامدين. Das ist der Sohn von Hamid. وهذه بنت ياسرين. Und das ist die Tochter von Yasir. Ibn Hamidin Jalisun. Der Sohn von Hamid ist am Sitzen. Wa bintu Yasirin waqifatun. Und die Tochter von Yasir ist am Stehen. Hier haben wir bemerkt, dass der Adjektiv, je nachdem, was ob der Nomen weiblich ist oder männlich ist, das Gleiche nimmt. Wir haben gesagt, ibn Hamidin Jalisun. Ibn ist maskulin und deswegen ist Jalisun auch maskulin. Bint ist weiblich und deswegen ist die Eigenschaft Waqifatun auch weiblich. Also wir haben einen Ta Marbuta gegeben, damit wir sagen können, der Name ist weiblich oder der Nomen ist weiblich. Ich glaube, bis jetzt hat jeder alles verstanden. Wenn nicht, könnt ihr fragen. Okay. Dann unten. Man hadhihi. Wer ist das? Hadhihi ukhtul muhandisi. Das ist die Schwester vom Ingenieur. Hiya aydan muhandisatun. Ist sie auch Ingenieurin? Und hier haben wir gesehen, Muhandis hatten wir früher gelernt, Ingenieur. Wenn du den Term Arbuta hinzufügst, dann ist es dann wieder weiblich, Ingenieurin. La hiya tabibatun. Nein, sie ist Ärztin. Und Arzt ist tabibun. Sayaratu man hadhihi. Wem gehört dieses Auto sozusagen? Dieses gehört, gibt es im Arabisch nicht. Deswegen sayaratu, Auto. Man, wem? Hadhihi, dies. Wem gehört dieses Auto? هذه سيارة المدير. Das ist das Auto vom Direktor. ما هذه? Was ist das? هذه مكواة. Bügeleisen. Was ist das? Das ist ein Bügeleisen. Bis hier habt ihr Fragen? Okay. Auf der nächsten Seite steht Liman hadhihi. Wem gehört das? Hadhihi li Khalidin. Dies gehört oder das gehört Khalid. Adarrajatu Anasin hadhihi. Ist das Anas Fahrrad? La, nein. Hadhihi darrajatu Ammarin. Das ist das Fahrrad von Ammar. Hadhihi Jadidatun. Sie ist oder das ist neu. Wadarrajatu Anasin Qadimatun. Und das Fahrrad von Anas ist alt. Hadhihi Sa'atu Aliyin. Das ist die Uhr von Ali. Hiya Jamilatun Jiddan.
Sie ist sehr schön. Jiddan heißt sehr, Jamilatun schön. Hadhihi milaqatun. Das ist ein Löffel. Wahadhihi qidrun. Und das ist ein Topf. Also es soll ein Topf sein. Im neuen Buch hat man eine Pfanne gemacht. Noch schöner. Jetzt, hier gibt es eine Frage. Warum ist jetzt Qidr weiblich, obwohl es kein Tamarbuta gibt? Die anderen Anzeichen, dass es weiblich ist, haben wir gesagt, dass es ein Name ist von einer Frau oder von einem Mädchen. Den Tamarbuta. Alif Maksura, der wie ein Ja aussieht, aber davor Fetha ist. Und wenn am Ende Alif und dann Hemse ist. Das sind eben die Anzeichen, dass ein Wort weiblich ist. Aber es gibt Wörter, die haben diese Zeichen nicht, aber trotzdem musst du sie auswendig lernen. Also du musst von alleine wissen oder im Wörterbuch nachschlagen und schauen, ob das weiblich ist oder nicht. Und Qidr gehört einer von denen. Ich habe gerade auch noch nachgeguckt, ob das wirklich so ist oder wie genau das ist. Und Qidr kann beides sein. Es kann männlich und weiblich sein. Aber es ist eigentlich mehr weiblich. Also man könnte eigentlich auch sagen, Hada Qidrun. Al-Mil'aqatu fil Qidri. Der Löffel ist im Topf. Hadihi Baqaratul Fallahi. Das ist die Kuh vom Bauer. Fallah ist Bauer. Hada Anfun wa hada Famun. Das ist eine Nase. Beim Neuen kann man das fast gar nicht sehen. Wahada Famun. Und das ist ein Mund. Ein sehr groß aber. Okay. Also ihr merkt auch, dass in dieser Lektion gibt es sehr viele Wörter. Deswegen, ich hoffe, ihr kommt nicht durcheinander. Hadihi Uzunun. Das ist ein Ohr. Und hier merken wir auch, dass Uzun weiblich ist. Und das ist ein Auge. Zum Wort Auge, also das Wort Ein, ist ein sehr schönes Wort. Warum? Weil Ein selbst alleine hat sehr viele Bedeutungen. Ich hoffe, ihr kommt nicht durcheinander, aber Ein könnte man auch für das Quellwasser sagen. Also die Quelle nennt man Ein. Den Spion nennt man Ein. Die Sache selbst nennt man auch ein. Also ein Shay, die genaue Sache oder so. Oder die Sache selbst. Wahadi Yedun. Und das ist eine Hand. Wahadihi Rijlun. Und das ist ein Bein. Also das ganze Bein, nicht nur Fuß. Jetzt, ich wünsche, dass jeder das Thema mit dem weiblich, also mit den weiblichen Wörtern, es ein bisschen darauf aufpasst, weil das wird in einigen Sachen sehr wichtig sein. Also ich kann jetzt nicht sagen, was, weil sonst kommt ihr noch richtig durcheinander. Aber nein, passt bitte auf und lernt die wirklich auswendig oder achtet darauf. Jetzt kommen wir zu den Tamarin. Iqra waktub. Lies und schreib. Fangen wir mit Ahmed an. Jeder eine Zeile. Okay. هذا مسجد وهذه مدرسة. Was heißt das? Das ist eine Masjid, also eine Moschee, und das ist eine Schule. Genau. Und dann man هذه أخت عباس oder عباس Abba. عباسين oder was؟ Genau, Abbasin, weil das Mudorf Eleh ist. Okay, man hört dich, also wer ist sie? Dieses die Uchtu ist Schwester
von Abbas. Genau. Aber Menhazi würde man mehr, also das achte ich, also für die, die übersetzen möchten, wer ist das? Weil wenn du sagst, wer ist sie, dann hieß es Menhir. Ach so, okay, dann, also wer ist das aber weiblich, weibliche Form? Genau, richtig. Hüseyin, noch eine Zeile? Hada tikun wa hada dajajatun وهذه دجاجة. وهذه دجاجة. Ich weiß wieder, was die Kunde noch was der Dajajatun ist. Die ist das Männliche von der Wow. Jaja. Warte kurz. Nee, doch, komm ich schon. Es gibt ja, okay, sag ich mal so, die ist Han. Ach so, okay. Das ist der Hahn und das ist die, sag mal, Hähne. Ein Huhn. Ach so, okay, das ist ein Okay. Das nächste. Mudiri und hada bintul Gott. وهذه بنت مدرس oder مدرسي. Genau. Was heißt das? Das ist der Sohn des Direktors und das ist die Tochter des Lehrers. Genau, richtig. Fünftens ist Hadi Umu Yasirin. Das ist die Mutter von Yasir. Ahmed, jetzt Nummer 6 und 7. Eine Qitrul Lahm oder was? Lahm oder Genau. so? Lachmi. Lahmi. Hier hier Thallaje. Und das weiß, wo ist der Topf mit dem Fleisch? Er ist, Genau. nein, sie ist, also ist es weiblich, im Kühlschrank. Genau. Und dann Hatha Babun wa hadhihi Nafidhatun. Ja, das ist die Tür und Nafidhatun weiß ich nicht. Das ist das Fenster. Okay, und also dann, das ist die Tür und das ist das Fenster. Genau, okay. Bei der nächsten Seite müssen wir wissen, was ist männlich und was ist weiblich. Fangen wir mit Hüseyin an. Das erste Bild oben rechts. هذا قلم Danach. warte mal, was war das nochmal? Heißt Löffel? Milakatun. هذا ملعقة. هذا oder هذه؟ Also, هذه ملعقة. Genau, und dann Buch. هذا كتاب. هذا كتاب, ja. Und Und dann Hemd. هذا قميص. Genau. Ahmed, die nächste Zeile, auch wenn du hier bist. هذا بيت. Dann هذه ساعة. Super. هذه ساعة. Stimmt nicht? Er ist richtig. Okay. Achso. هذه سيارة Ja. und هذا باب. Genau. Hüseyin, die nächste. Was Rajal. هذا رجل. Mein رجال. Weiblich oder? Rijal ist jetzt Männer. Achso, stimmt. Hey, warte mal. Rijal. Und war Rajalun richtig? Rijalun. Genau, Rijalun. Rijalun,
Ist männlich. Oder warte? Hier ist erst außerhalb der Regel. Also man kann nicht merken, dass es weiblich ist. Aber es ist weiblich. Ach so, okay. Also Okay, هذه. also هذه Riedlun. Warte, vorhin hatten wir Fahrrad. Der irgendwas mit der, oder? Genau. Soll ich sagen? Der Gadget? Nein. Ja, sag einfach, damit die keine Zeit verlieren. Der Rajatun. Der Rajatun. هذه دراجة. هذا يد. هذه يد. Achso, aber das ist wieder ohne, außerhalb der Regel, oder? Genau, richtig. Und aber das هذا end von. Genau, هذا end von. Der ist männlich. Okay, Ahmed. Okay, dann هذا ثمن. Genau. Heavy he Kitron. Genau. Dann Wasser, ja. Heavy he Mikwaton. Genau. Heavy Kursion. Okay, jetzt wir sehen nochmal. Hatten wir diese Wörter schon? Ja, Kühlschrank. Kühlschrank. Kühlschrank wusste ich, es hat so einen komischen Namen. Sind nicht alle arabischen Wörter für dich komisch? Nicht alle, aber Kühlschrank ist schon echt komisch. Okay. Warte mal. Okay, könnt ihr nur den Anfangsbuchstaben sagen? Sa. Fa? Ja, also Alif Ba Ta Sa. Ach so, Fa. Hä? Nee, ich komme nicht drauf. Okay. Thalajatun. Ach so. Ich hatte ein anderes Wort im Kopf, glaube ich. Auf jeden Fall, هذه Thalajatun. Genau. Warte mal. Nee, ich machen wir die Zimmertür zu. Ist schon. Okay, wegen der Zeit, Miftahun. Ist das Herr? هذه Miftahun. هذا Miftahun, weil das gehört zu den ersten Wörtern, wie ich gesagt habe. Achso, genau, stimmt. هذا Miftahun. هذا Madrasatun. Das ist eine Moschee. Achso, ja, stimmt. هذا Masjidun. Und das letzte, Stern? Stern war, warte. Ist nicht Kaukaben, oder? Nein, Kaukab war Planet. Achso. Nejmun. Hatha oder Hadi? Hatha Nejmun. Genau. In dem neuen ist der Schlüssel und der Stern nicht vorhanden. Oder, okay, ist vorhanden, aber ist sehr hell. Okay. Jetzt hier. Ich hoffe, also eigentlich müsste es eine einfache Aufgabe sein. Iqra al-Mithal, also liest den Beispiel. Wakawin Jumalan und erstelle Zirarihi, also genauso wie auf der rechten Seite. Wir haben das erste Beispiel. Muhammadun Talibun. Muhammad ist ein Schüler oder Student. Eine Frau ist sagen wir dann Talibatun. Wir fügen Ta-Marbuta hinzu. Und alles andere genauso. Fangen wir mit Ahmed an. Okay. Hamidun Tabibun Fatimatun Tabibatun. Genau. Hussein? Huwa Muslimun. Hiya Muslimatun. Genau. Ahmed? الباب مغلق النافذة
Murlaqatun. Genau. Hussein? El Mindilu Wasikun. El Yedu Wasikatun. Wasikatun. مش ده الشاي ولاس الشاي ح الشاي حار حار أقرأ القهوة حارة كنو المسجد ريبتها إس الشاي إس الشاي كنو تي المسجد بعيد المدرسة بعيدة genau الطالب مريض الطالبة مريضة genau الحصان سريع الحصان سريع السيارة سريعة genau القمر جميل الشمس جميلة Und hier merken wir auch, dass Sonne zu den weiblichen gehört. Okay. El-Abu, der Vater. El-Abu, Jalison, El-Ummu, El-Ummi, El-Ummu, Jalisatun. Super. Jetzt vier. Sahih al-Jumal al-Atiya, also korrigiere die folgenden Sätze. Ahmed, das erste oder der erste Satz. Was steht da? Haqibatu man hadha oder was? Genau. Was ist Haqiba nochmal? Tasche. Was? Tasche. Also wem gehört die Tasche? Achso, Tasche wie? Achso, da muss dann Haqibatu man hadhihi sein? Genau, richtig. Hussein, Nummer zwei. Al-Ghurfatu Maftuhun. Ist richtig? Okay, du hast richtig gelesen. Wo ist der Fehler? Al-Ghurfatu. Al-Ghurfatu Maftuhatun. Müssen Sie sehen? Genau. Ja. Statt هذا سيارة الطبيب طبيب müsste da kommen هذه سيارة الطبيب oder طبيبي ich weiß nicht mehr طبيبي weil das مضاف إليه ist okay letzter oder vorletzter هذه مفتاح سيارة da müsste هذا مفتاح السيارة stehen genau richtig auf der anderen Seite gibt es noch einen أين البقرة؟ الناس نشوى في الشارع sondern هي في الشارع. Genau, richtig. Fünf. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Also wir müssen lesen und dann schreiben mit dem Beachten der Endung des also des das Ende des Wortes. Hussein, die erste Zeile. هذا لحامد لمحمد أخصوا يا لمحمد 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 weil لي ist ja für أخصوا stimmt ja هذا لمحمد وذلك لحميد genau Nummer zwei dann لمن هذه هذه ليسير genau أحمد Ja, Alhamdulillah und Lillahi al-Mashriqu wal-Maghribu. Genau, richtig. Lillahi al-Mashriqu wal-Maghribu. Wisst ihr, wo das ist? In welcher Verse? Okay, im Koran. In welcher Sura? Lillahi al-Mashriqu wal-Maghribu. Warte mal kurz. Wenn du es sagst, ich werde sagen, ach so, ja. Bakara, oder? In Bakara.
Die vierte, glaube ich, von hinten. Also von Juz'a Amma. Vom Ach. ersten Juz. Vom ersten Juz, die vierte Seite von hinten. Müsste das sein. Genau. Die Wörter, die wir heute jetzt gelernt haben, sind Al-Kalimat al-Jadida. Al-Mikwatu, Bügeleisen. Al-Darrajatu, Fahrrad. Al-Mil'aqatu, Löffel. Al-Qidru, Topf. Al-Baqaratu, die Kuh. Al-Fallahu, der Bauer. Die Nase. Al-Famu, das Mund. Oder das Mund. Also Mund. Al-Udhunu, Ohr. Al-Yad, die Hand. Nicht schreiben, bitte. Al-Rijlu, ist da. Bein. Al-Shayu, der Tee. Al-Ummu, die Mutter. Al-Fallajatu, der Kühlschrank. Al-Qahwatu, das Kaffee. Sari'un, schnell. Al-Nafidhatu, Fenster. Jiddan, sehr. Und somit sind wir fertig. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.